So, wir stellen heute Kindersitze vor. Wir sind bei Baby One in Saar Louis und hier ist der Michael nochmal. Und hier haben wir jetzt ein anderes Modell, eigentlich auch recht oft verkauft hier, muss man fairerweise sagen. Also ein absoluter Hotseller, der da ist, der auch ganz viel bietet. Da steht drauf GB. Er hat den Red Dot Award 2017 bekommen für tolles Design. Das ist hier mit drin und wir haben jetzt hier eine Demo. Ich sag mal, eine Demo-Installation. Da ist nämlich ein Sitz, der hier ist, und da unten, das soll den Fahrzeugboden symbolisieren. Auch hier geht sich natürlich, dreht sich alles um das Thema ISOFIX. Heute gibt es kaum noch Sitze, die ohne ISOFIX funktionieren. Also seit 2010 ist es Pflicht für jedes Auto ISOFIX zu haben. Also ab 2010 haben alle Autos ISOFIX. Auf allen Plätzen oder? Nein, meistens nur auf hinteren Plätzen und zwar rechts und links jeweils an der Tür. Genau, das habe ich auch schon gemerkt. Ja. In der Mitte gab es nämlich keinen ISOFIX. Nein. Da gibt es aber auch Tricks, aber Ja. so ist es. Ja, was ist das für ein Sitz? Es ist ein Reboarder, ein sogenannter Reboarder. Das heißt, der kann man rückwärts wie auch vorwärts benutzen. Das heißt, er wird gerade am Anfang nach ungefähr 9 Monaten oder 63 cm wird das Kind reingesetzt. Man kann es dann bequem von der Tür aus reinsetzen, weil es zu drehen ist. Das heißt, man macht hier einfach die Gurte auf, kann sie dann hier auch schön reinmachen. Das sind mit Magnete halten die. Das heißt, und dann kann man das Kind holen. Ich hole mal jetzt das Herr Kind. Wick, wenn du mal ganz kurz. Also das mit den Magneten ist ja schon mal ganz gut. Haben das andere auch mit den Magneten? Nicht unbedingt Magnete, so ähnlich, aber ja, er hatte also einen schon so ein bisschen Vorteil. Okay. Ging Ist also was Außergewöhnliches jetzt über. mal. Ja, Hat ja auch den Red Dot die Design Award bekommen, ja. Ja. Ich habe jetzt mal unsere Demo-Puppe. Die kann man dann reinsetzen. Das heißt, man setzt sie rein. Er lacht immer. Das ist immer das Ja Gute gut, an er ihm. lacht immer und du bist ziemlich ruppig. Also die Mutter, die würde es dann wesentlich. Wie gesagt, er lacht trotzdem. Ne? Also wie gesagt, da kann man auch ein bisschen grob mit ihm sein. Das Baby wird reingesetzt. Ja. Also nochmal, wir Nur fangen mal hier. von vorne an. Da unten hast du jetzt mal dran gezogen, wenn du das Baby nochmal kurz rausholst. Also gut. Fang mal, ich erkläre jetzt mal. Wir holen jetzt mal das Baby. Du kannst ziehen hier. Damit macht man es lang. Ja. Und das geht auch sehr einfach. Also als ich noch einen Babysitz hatte, ab und zu ging das nicht. Da habe ich den nicht rausbekommen. Das ist hier kein Thema. Ich ziehe dran, dann wird es lang. Ja. So, jetzt nehme ich das Kind. Ich nehme So, genau. das Wenn Kind. du es jetzt mal vorsichtig nimmst, wie die Mami das auch Ja. nimmt, nicht, dass Dann wir setze ich anschließend das hier hier, rein. Das genau, einfach mal kann ich einfach reinsetzen so in Ruhe. reinsetzen, Genau. ohne Probleme. Ne? So, und Und wenn dann es wird das alles jetzt mal in Ganze Zeitlupe machst, ja, ganz genau. einfach reingesetzt. Das heißt also einfach die Arme rein, dann hier unten, wie bei der Babyschale auch schon, zugemacht. Hier zusammenklappen, also rein, Fünf-Punkt-Gurt, und dann wird das hier gezogen. Das heißt einfach ein bisschen festziehen, dass das Kind auch schön sitzt, und dann ist es fest. Genau, das ist alles. Und Und dann jetzt. kann man das gegen die Fahrtrichtung drehen, so dass es rückwärts fährt. Sollte man auch bis zu 15 Monate machen, ne? Und dann, gerade weil es jetzt vielleicht noch kann man es auch in Liegestellung legen, Genau, wenn du mal so gerade die dass man. Liegestellung nochmal hoch und runter machst, das, was man sieht. So, das ist jetzt die normale Fahrtstellung, genau, wenn man zeigt. Und jetzt kann ich in die Liegeposition, was übrigens sehr praktisch ist, denn das Kind kann dann wirklich schlafen, oder? Ja, das kann da drinnen noch schlafen. Gerade am Anfang ist es vielleicht noch sehr am Schlafen, wenn es im Auto ist. Deswegen kann man es hinlegen und dann schläft es. So, und hier vorne ist der Fuß. Auch hier habe ich mit Rot und Grün, eigentlich kann ich nichts falsch machen. Ja, also hier vorne ist Markierung. Das heißt, man sieht, das erste Grün ist für den Fuß, das zweite Grün ist für den Sitz, dass der jetzt auch eingerastet ist. Und wenn ich jetzt den Sitz hochmache und drehe, wird das eine schon mal rot, also man kann es nicht drehen. Jetzt geht er nur 90 Grad zu drehen. Das heißt also hier, das Kind ist noch so klein, dass es nur 90 Grad drehbar ist. Wie hat der das jetzt erkannt, der Sitz? Das zeige ich Ihnen gleich. Das ist nämlich mit der Kopfstütze hängt das zusammen. Das heißt, wenn das Kind nachher größer ist, muss ich die Kopfstütze auch immer höher machen. Moment, ich hole mal gerade unser Fritz raus. Der Fritz ist draußen. Ja. Jetzt mache ich Kopfstütze höher. Kopfstütze geht höher und dann kann man den auch nach vorne drehen. Das heißt also, er hat so ein bisschen eine Sicherheit, dass man zu kleine Kinder nicht nach vorne dreht. Es können ja auch Leute sein, die das Auto mal ausgeliehen haben und so weiter. Und dann ist gewährleistet, ist im Prinzip die Kopf der Seitenaufprallschutz weiter unten. Dann kann ich ihn nur gegen die Fahrtrichtung. Also kann man hier verschieben, einfach hier unten reingreifen und dann kann man in der Höhe verstellen. Also es ist ziemlich neckig, oder? Ja. Einfach ohne Probleme. Ist übrigens auch mit 2,3 Testsieger gewesen, also vom Qualität her auch gut. Wo? Stiftung Warentest, ja. Stiftung Warentest, also im Original. So, und hier,
Ist das auch fest verbunden? Das heißt, ich kann den oberen Sitz nicht abnehmen. Nein. Der ist an der Isofix-Halterung dran? Ja, der ist fest. Das kann man also nicht entnehmen. Also den Sitz kann man nur komplett umbauen. So, ist aber auch schnell gemacht. Hier vorne steht noch Press. Was hat das für eine Funktion? Wir haben hier Seitenaufprallschutz. Das heißt, auf der Seite, wo die Tür ist, ne, wenn er jetzt hinter dem Beifahrersitz stehen würde, sollte man da draus machen, nimmt bis zu 20% des Seitenaufpralls hält er zurück, falls das Kind falls es zum Unfall kommt, was man ja nicht hoffe. Genau, aber wenn, ich kann das öffnen und dann stößt zuerst dieses Element dann an, das federt dann, kann man kurz mal hier mal reingucken, da kann man das zeigen, wie auch immer das funktioniert, es absorbiert bis zu 20%. Der war ja Sitz, ein gutes Produkt und bitte einmal zeigen, wie man den Isofix abmacht, ist das schwer? Nein, es ist einfach hier zusammendrücken und nach hinten schieben, beiden Seiten, und dann hat man den eigentlich schon los. Und das Randschieben genau dasselbe, man setzt den hier hin, schiebt die Isofix raus, bis es reingerastet ist, zeigt es dann grün, auf der anderen Seite das auch. Und dann schiebt man den ganzen ran, bis es ganz hinten dran ist, wie bei den allen. Und hier dann den Fuß rausmachen, bis es hier unten grün ist, hier oben grün ist, das heißt also bis hier mit Druck, dass hier oben auch grün scheint. Also einfach zu bedienen, man hat ja hier die Möglichkeit, ich kann den Sitz einmal hier probieren, kann mir den Fritz holen von euch oder das eigene Baby, kann das reinsetzen. Man kann auch sein eigenes Kind reinsetzen. Weil da liegt der Fritz. Das eigene Kind sagt dann schon eher die Meinung. Das sagt schon die Meinung, ob es einem gefällt. Ja. Aber hier das Schöne ist, ich kann das Kind schlafen legen. Farben, gibt es verschiedene Farben? Da gibt es selbstverständlich verschiedene Farben. Wir haben jetzt den Blau, aber es gibt einen Schwarz, in grünlich ist er noch und einen Rot. So, die Garantie hier? Auch hier 2 Jahre Garantie und 6 Jahre Sicherheitsgarantie. Das heißt, bei einem eventuellen Unfall haben Sie die Garantie, dass Sie 6 Jahre lang einen neuen Sitz bekommen. Okay, da muss nachgewiesen werden, die Polizeiprotokoll. Polizeibericht, dass Sie Unfall hatten. Sitz zurückgeben. Ja, weil das macht ihr auch hier? Das machen wir hier. Das ist, wie gesagt, das ist gar kein Problem. Der Kunde kommt, hat den alten Sitz dabei und kriegt, wenn es geht, gleich einen neuen. Wenn er natürlich bestimmte Farbe will, können wir ihn den auch bestellen. Und er bekommt so lange einen Leihsitz, der keinen Unfall hatte. Das machen die Hersteller. Auf jeden Fall ist das hier nochmal entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Bis ungefähr wie viele Monate soll man das machen? Bis 1,5 Meter. Bis 1,5 Meter. Also rückwärts gerichtet, also 15 Monate. 15 Monate. Ansonsten kann man den nach vorne machen. Schlafposition ist kein Problem. Und hier kann man nichts falsch machen. Das Ganze ist ein 5-Punkt-Gurt mit dabei. Schon fast Standard heute, würde ich mal sagen, bei den Sitzen. Ich habe natürlich einen enormen Seitenaufprallschutz. Dadurch, dass ich oben die Backen habe, die da drin sind, eigentlich kann dem Kind dann relativ wenig passieren, wenn es denn ordentlich verriegelt ist. Aber auch da gibt es natürlich grüne Anzeigen, die ich machen kann. Wo finde ich euch? Bei Baby One in Saarlouis im Harder oder halt ganz einfach neben IKEA. Genau, neben IKEA in Saarlouis-Liesdorf. Öffnungszeiten sind sehr kundenfreundlich bei euch, montags bis samstags. Von 10 bis 19 Uhr. 10 bis 19 Uhr. Ihr habt sogar hinterm Haus die Möglichkeit, kann ich mit dem Auto ranfahren. Ihr baut den Sitz sogar ein, könnt den Sitz testen. Das geht sogar samstags, oder? Das geht sogar samstags. Genau. Ist aber viel Betrieb, kann sein, dass es zu Wartezeiten kommt. Aber wie gesagt, das ist kein Problem, machen wir auch samstags. Genau, super. Vielen, vielen Dank, Michael Ullmann von Baby One in Saarlouis-Liesdorf. Dankeschön.